Nein, die Damen haben keine gesundheitlichen Probleme. Es handelt sich um pure Verzückung. Der Auftritt des 31-Jährigen führt bei den Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts ganz offenbar zur plötzlichen Ausschüttung von jeder Menge Glückshormonen. Er genießt das, er lässt sich Zeit. Robert Pattinson ist inzwischen Dauergast der Filmfestspiele. Er kennt seine Berlinerin. Das ist hier immer eine richtige Party-Atmosphäre. Deswegen komme ich so gern zur Berlinale. Hier herrscht gute Stimmung, die Menschen unterstützen mich. Den ganzen Tag haben sie gewartet in der eisigen Kälte für diesen einen Moment. Da wird Schule geschwänzt und auf der Lehrstelle eine Grippe vorgetäuscht. Die Pattinson-Krankheit nennt man das wohl. Was ist so toll an Robert Pattinson? Ja, es ist einfach lässig, wenn wir den Freunden das Foto zeigen können eigentlich. Es war einfach wunderschön, ihn lächeln zu sehen. Er hatte gute Laune und es war einfach wunderschön, als würde man nach Hause kommen, so ein Gefühl. Das war dann endlich ein Ende und das Ziel ist vor Augen. Und wenn man dann auch noch Glück hat, ein Foto kriegt, dann ist es natürlich umso schöner. Er hat einfach ein hübsches Gesicht, so auch so die Augen und so. Finde ich eigentlich schön so. Und wer ganz offenbar so attraktiv ist, wird auch reichlich beschenkt. Es gibt Süßigkeiten, selbst gestricktes kleine Basteleien. Unklar, was er damit anfängt. Sicher ist nur, allein durch seinen Auftritt hat der Brite an diesem Abend so einige Menschen sehr, sehr glücklich gemacht.